Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht's richtig gut und ich hoffe, ihr freut euch auf ein neues Video. Mann, Freunde, was ist denn da los? Nächster Tag, nächstes Video hier. WFG nicht mehr nur noch am Livestreamen. Ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall wieder mega Bock, ein paar Videos für euch zu produzieren. Hier ist das nächste Video. Und zwar werde ich euch heute hier in diesem Video die noch unveröffentlichten Fahrzeuge zeigen, die wir bereits mit dem Perico Heist DLC in GTA Online heruntergeladen haben, die noch nicht freigeschaltet wurden von Rockstar Games und die eben in den nächsten Wochen in Form von irgendwelchen Eventwochen dann eben als Drip-Feed-Content in GTA Online veröffentlicht werden. Ich werde euch das Ganze hier und heute in diesem Video schon zeigen. Ich werde euch zeigen, welche Fahrzeuge dort kommen werden. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden da draußen, damit die auch Bescheid wissen, welche Fahrzeuge bald noch in GTA Online erscheinen werden. Ja, solltest du noch nicht Abonnent meines Kanals sein, lass mir auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft kein Video und auch keinen Livestream mehr. Solltest du mir noch nicht auf Instagram folgen, folgt mir auf Instagram, wfg-yt, und dann würde ich sagen, starten wir direkt in das eigentliche Video rein. Also, auf geht's. Und da würde ich sagen, beginnen wir jetzt erst einmal mit dem ersten unveröffentlichten Fahrzeug, welches heute veröffentlicht wurde, welches jetzt nicht mehr unveröffentlicht ist. Und zwar handelt es sich hierbei um den Dinka Veto Classic. Das ist dieses Go-Kart hier, welches ihr auch gerade schon im Hintergrund-Gameplay seht. Dieses Fahrzeug bekommt jeder Spieler in GTA Online über das Wochenende noch bis einschließlich Sonntag von Rockstar Games geschenkt, Freunde. Ihr könnt einfach auf sausanandreassupercars.com gehen und euch das Fahrzeug dort so oft wie ihr wollt für 0 GTA-Dollar kaufen. Ihr könnt das nicht nur einmal kostenlos kaufen, ihr könnt so oft kaufen wie ihr wollt. Könnt ihr euch alle freien Garagenstellplätze mit zuballern. Das ganze Wochenende noch ist ein Geschenk von Rockstar Games, weil die Community eben die Heist Challenge im November erfolgreich absolviert hatte. Dieses Fahrzeug ist übrigens, wie gesagt, gestern in GTA Online erschienen. Ab Montag kostet der Dinka Veto Classic dann stolze 895.000 GTA-Dollar. 900.000 GTA-Dollar aufgerundet für ein Go-Kart? Rockstar Games, Daumen hoch. Kann man mal machen, ne? Für den Preis kriegst du ja nicht auch schon einige Supersportwagen in GTA Online. Nur mal das hier zum Thema Rockstar-Logik, ne? Für ein Go-Kart 900.000 GTA-Dollar, ja moin. Kann man mal machen. Aber, Freunde, loggt euch in GTA Online ein und holt euch das Teil kostenlos. 900.000 GTA-Dollar ist meiner Meinung nach viel zu teuer. Aber für 0 GTA-Dollar kann man nicht meckern, nimmt man sich mit, macht auf jeden Fall Spaß damit zu fahren. Ich würde sagen, an dieser Stelle zeige ich euch erst einmal die weiteren Fahrzeuge, die ihr bald auf sausanandreassupercars.com kaufen könnt. Und da wird Rockstar Games als nächstes den Dinka Veto Modern veröffentlichen und dieses Go-Kart wird uns stolze 995.000 GTA-Dollar kosten, Freunde. Ein Go-Kart, was aufrundet 1 Million GTA-Dollar kostet. Beim Dinka Veto Modern handelt es sich auf jeden Fall um die moderne Variante oder die moderne Version des Dinka Veto Classics, den wir ja gestern bereits kostenlos in GTA Online bekommen haben. By the way, der Dinka Veto Modern wird ein Sportwagen sein und ja, stolze Summe des Preises auf jeden Fall. Danach wird Rockstar Games auf jeden Fall den BFW Evil veröffentlichen und dieses Fahrzeug erinnert mich persönlich ein wenig, ja, an den Käfer Herbie aus den Herbie-Filmen. Korrigiert mich, wenn ich an dieser Stelle falsch liege. Die Auto-Freaks da unter euch, die sich mit Autos wirklich sehr, sehr gut auskennen, die wissen Bescheid. Ich werde da bestimmt falsch liegen. Für mich sieht der auf jeden Fall ein bisschen so aus wie der Herbie aus den Herbie-Filmen. Und dieses Fahrzeug verfügt dann über zwei unterschiedliche Preise. Zunächst einmal, der Standardpreis wird 870.000 GTA-Dollar betragen. Und der Einkaufspreis, diesen wird man eben freischalten, wenn man das Fahrzeug für den Perico Heist benutzt. Der wird dann eben 652.500 GTA-Dollar betragen, also gut 220.000 GTA-Dollar weniger. Dieses Fahrzeug könnt ihr derzeit sogar schon in GTA Online sehen, und zwar im eigentlichen Perico Heist-Finale. Wenn ihr dort ins Anwesen eingebrochen seid, steht dort in der Nähe des Haupttores schon ein BFW Evil. Dort könnt ihr euch diesen genauer angucken. Allerdings ist der abgeschlossen und ihr könnt in der Mission nicht
einsteigen. Ich finde, optisch sieht das Fahrzeug auf jeden Fall geil aus und ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch ein richtig geiles Fun-Fahrzeug. Apropos Fun-Fahrzeug, da machen wir mal weiter mit dem Wapit Slam Truck und dieses Fahrzeug wird definitiv auch ein Fun-Fahrzeug sein mit einer Rampe hinten drauf. Guckt euch dieses Fahrzeug an, einfach nur mega krass, wie das Fahrzeug aussieht und Kostenpunkt wird hier eben sein 1.310.000 GTA-Dollar. Damit wird man auf jeden Fall in der Open Lobby extrem viel Spaß haben können. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Slam Truck. Den Preis finde ich allerdings viel zu teuer. Machen wir weiter mit dem letzten Fahrzeug von SouthernAndreasSupercars.com. Und zwar handelt es sich hier um den neuesten Grotti Brissot. Ich hoffe, ich habe den Fahrzeugnamen hier an dieser Stelle richtig ausgesprochen. Und mich persönlich erinnert der neue Grotti Brissot eben an den Fiat 500 bzw. an eine alte Version des Fiat 500. Er verfügt auch wieder über zwei unterschiedliche Preise. Der Normalpreis wird 610.000 GTA-Dollar betragen und der Einkaufspreis wird eben 457.500 GTA-Dollar betragen. Auch hier schalten wir den Einkaufspreis wieder frei, wenn wir ihn eben im eigentlichen Perico Heist-Finale benutzen. Ich finde, sind auf jeden Fall ein paar ausgefallene Karren dabei. Ich freue mich auf einige dieser Karren, nur die Preise finde ich an dieser Stelle ein bisschen zu teuer. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit der Warstock-Internetseite weiter und gucken, welche Fahrzeuge uns dort erwarten werden. Und auf der Warstock-Internetseite erkennen wir, dass wir auch nochmal 5 weitere neue Fahrzeuge in GTA Online bekommen werden. Das erste Fahrzeug, welches wir hier auf dieser Internetseite bekommen werden, ist die Manches Scout. Diese finden wir ja auch schon im eigentlichen Perico Heist Finale. Ist eine neue Manches in GTA Online. Diese wird uns 225.000 GTA-Dollar kosten. Bei diesem Motorrad handelt es sich um einen Einsitzer, was ich ein bisschen schade finde, weil wir sind schon oft auf dieser Insel rumgerannt. Wir hatten so ein Motorrad und ja, der zweite Spieler, der auch dabei stand, konnte eben nicht hinten drauf steigen. Allerdings ist der Preis relativ günstig mit 225.000 GTA-Dollar und deshalb kann man das auf jeden Fall mal verkraften. Ich finde auf jeden Fall das Fahrverhalten von diesem Motorrad extrem geil. Da kann man richtig geile Wheelies mitziehen. Machen wir weiter mit dem nächsten Fahrzeug, welches wir eben schon auf der Insel finden. Und zwar handelt es sich hierbei um den W-Tier. Und auch dieses Fahrzeug verfügt über zwei unterschiedliche Preise. Der Normalpreis wird 1.630.000 GTA-Dollar betragen und der Einkaufspreis wird 1.222.500 GTA-Dollar betragen, wenn wir das Fahrzeug eben im eigentlichen Heist-Finale benutzen. Das nächste Fahrzeug stammt aus der Beta-Version von GTA 5 und zwar handelt es sich hierbei um den Squaddy. Den Squaddy haben sie damals nach der Beta wieder aus dem Spiel rausgenommen. Jetzt ist er eben zurück im Spiel und wird dann bald auf Warstock erhältlich sein. Der Squaddy wird uns 1.130.000 GTA-Dollar kosten. Das nächste Fahrzeug ist ein neues Boot und zwar das bewaffnete Dinghy. Dieses wird 1.850.000 GTA-Dollar kosten, ist ein normales Dinghy. Allerdings hat es doch vorne ein MG dran und dieses Dinghy finden wir bereits im eigentlichen Heist-Finale und da können wir dieses Fahrzeug auch schon benutzen. Und das letzte Fahrzeug finden wir ebenfalls schon auf der Insel und zwar handelt es sich hierbei um den Verus. Ich hoffe, ich habe den Namen von diesem Quad hier an dieser Stelle richtig ausgesprochen und auch ihn, wie gesagt, finden wir bereits dort auf dieser Insel. Kostenpunkt hier wird auf jeden Fall 192.000 GTA-Dollar sein, finde ich auf jeden Fall. Ist ein Preis, der ist nicht mal so teuer, da kann man auf jeden Fall mit leben. Und last but not least werden wir auf Legendary Motorsports noch einen brandneuen Supersportwagen bekommen. Und zwar handelt es sich hierbei um den Grotti Italy RSX. Diesen werden wir uns dort für stolze 3.465.000 GTA-Dollar kaufen können. Damit ist er der teuerste Supersportwagen in GTA Online. Allerdings verfügt er auch noch über einen günstigeren Preis, den Einkaufspreis. Und zwar beträgt dieser 2.598.750 GTA-Dollar. Auch diesen neuen Supersportwagen können wir jetzt bereits in GTA Online fahren und testen. Und zwar gibt es eine Mission eben vom neuen Nachtclub des Casinos. Ihr werdet irgendwann in GTA Online in der Lobby ganz einfach über euer Ingame-Handy angerufen. Und wenn ihr dann angerufen wurdet, müsst ihr die Mission einfach nur annehmen. Und dann müsst ihr dieses Auto klauen und eben zum Casino zurückbringen. Ist im Moment die einzige Möglichkeit, das Fahrzeug im Online-Modus schon zu fahren. Ja, Freunde, das waren jetzt bereits
die 10 Fahrzeuge, die wir in den nächsten Wochen in GTA Online noch bekommen werden, die unveröffentlichten Fahrzeuge. Ich muss sagen, es sind einige geile Fun-Fahrzeuge dabei, aber ansonsten hauen die Fahrzeuge mich ehrlich gesagt nicht wirklich vom Hocker. Ich bin mal gespannt, wie lange Rockstar Games das Ganze jetzt noch ziehen wird, bis alle Fahrzeuge erschienen sind. Ich hoffe, da werden sie sich auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Freunde, was sagt ihr dazu? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, werde ich das Video jetzt an dieser Stelle mal beenden. Ich wünsche euch noch einen hammergeilen Tag. Vergesst nicht, heute Abend im Livestream dabei zu sein. Da öffnen wir das 19. Türchen in meinem Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen hammergeilen Tag. Macht's gut, bleibt gesund, haut da rein, lasst dem Video noch einen Daumen nach oben da und ciao.